Tief unter der Erde, in der Dunkelheit, liegt eine Welt, die darauf wartet, erforscht zu werden. Höhlensysteme ziehen sich wie geheimnisvolle Adern durch unseren Planeten und bergen Geschichten, die älter sind als die Menschheit selbst. Immer wieder stoßen Forscher in den Tiefen neu entdeckter Höhlen auf Dinge, die nicht nur die Wissenschaft, sondern die ganze Welt schockieren. Heute werdet ihr Zeugen von 10 sensationellen Entdeckungen, die unserem Verständnis von Geschichte, Natur und unserer eigenen Existenz eine völlig neue Dimension hinzufügen. Die ältesten Spuren von Homo sapiens in Europa. Was würdet ihr denken, wo sich Homo sapiens zuerst in Europa niederließen? Am warmen Mittelmeer oder in den fruchtbaren Niederlanden? Nein, die ältesten Fußabdrücke von Homo sapiens in Europa wurden in den Karpaten in Rumänien gefunden. Die Shur-Isbuk-Höhle liegt in einer abgelegenen Gegend des Balkanlandes und ausgerechnet hier, wo sich Fuchs und Hase heute noch gute Nacht sagen, fühlten sich unsere Vorfahren offensichtlich wohl. Diese Abdrücke, die auf ein Alter von etwa 36.500 Jahren datiert wurden, stammen von 6 oder 7 Individuen. Die Tatsache, dass diese Abdrücke so gut erhalten sind, ermöglicht es Wissenschaftlern, wichtige Informationen über die Größe, das Gewicht und sogar das Gangmuster und damit den Körperbau der frühen Menschen zu gewinnen. Es bleibt die Frage, wieso die ersten intelligenten Menschen ausgerechnet in den einsamen, unwegsamen und im Winter eisig kalten Karpaten siedelten. Wer war der Altamura-Mann? 1993 erlebten Höhlenentdecker eine seltene Überraschung. In einem Karstloch in der Lamalunga-Höhle nahe der Stadt Altamura in Italien stolperten sie über ein Skelett, das allen Angst einjagte. Die Höhlenforscher dachten zuerst an ein Verbrechen und ein Mordopfer, doch dann stellte sich etwas ganz anderes heraus. Das Skelett gehörte nämlich nicht zu einem modernen Menschen, sondern zu einem Neandertaler, der vor 130.000 und 127.000 Jahren lebte. Damit gehört dieses Skelett zu den ältesten bekannten Neandertaler-Fossilien weltweit. Der Neandertaler oder Homo neanderthalensis war eine Unterart der Humanoiden und tauchte vor etwa 400.000 bis 350.000 Jahren in Europa und weiten Teilen Westasiens auf. Eine genauere Untersuchung des Skeletts klassifizierte den Altamura-Mann als einen Vertreter des frühen Neandertalers, der noch sehr harte und archaische Merkmale aufwies. Später wurden auch die Neandertaler feinere Lebewesen und wie wir heute wissen, vermischten sie sich mit Homo sapiens und gingen damit im modernen Menschen auf. 14 Meter große Kristalle. Den Namen Chihuahua bringen die meisten von uns mit niedlichen kleinen Hunden in Verbindung, doch Forscher haben in der gleichnamigen Region in Mexiko jetzt etwas entdeckt, das so gar nichts mit Hunden zu tun hat. Nur durch einen Zufall brachen Bergarbeiter in einen Hohlraum unter einer Mine in der Stadt Naica ein. Zunächst war alles stockdunkel, doch dann leuchteten die Entdecker mit einem schnell herbeigebrachten Licht in die unbekannten Räume hinein. Die Männer kamen sich vor, wie wenn sie in eine andere Welt versetzt wurden. Alles leuchtete und funkelte. Sie waren umgeben von gewaltigen Kristallen. Bis zu 14 Meter lang und bis zu 50 Tonnen schwer sind die größten Exemplare und die Höhle ist voll damit. Entstanden sind die zumeist glasklaren Kristalle aus Selenit, einer Form von Gips. Nur einzigartige geologische Verbindungen mit vielen seltenen Zufällen können dazu geführt haben, dass sich an diesem Ort aus Gips Kristalle bildeten. Die 300 Meter lange Höhle ist heute ein streng geschütztes Naturwunder. Wieso ist diese Schnecke durchsichtig? In der Lukina-Jama-Höhle in Kroatien wurden winzige, durchsichtige Schnecken entdeckt, die sich auf ganz besondere Weise an das lichtlose Höhlenumfeld angepasst haben. Die Schnecken leben in völliger Dunkelheit und bewegen sich in einem Ökosystem, das sich von der Außenwelt stark unterscheidet, und im Dunkeln brauchen sie keine Farbe, also sind sie durchsichtig. Viele Höhlentiere fallen durch fehlende Pigmentierung auf. Mutter Natur spart sich hier eben die Farbe, weil sie ja eh niemand sehen würde. Dieser Fund zeigt uns, dass Färbungen in der Welt außerhalb durchaus irgendeinem Sinn folgen und nicht nur Zufälle sind. Vermutlich hat das Fehlen der Farbe aber auch noch einen anderen Sinn. Farbpigmente auszubilden ist ein Aufwand für den Körper. Sparen sich Tiere wie Zospeum tolosum diesen Stoffwechselvorgang, sparen sie im kargen Höhlenumfeld wertvolle Energie. Die Höhle, in der die ungewöhnliche Art und viele weitere Tierarten entdeckt wurden, ist mit bis zu 1392 Metern eine der tiefsten in Kroatien. Lebt der Moa noch? Der Moa ist in Neuseeland eine Legende. In den unberührten Weiten des Landes machte ein Mitglied der New Zealand Speleological Society eine atemberaubende Entdeckung.
Im Jahr 1987 stieß er während einer Erkundung der Höhlensysteme des Mount Owen auf eine riesige, scheinbar prähistorische Kralle, die noch immer mit Haut und Muskelgewebe bedeckt war. Nach eingehender Untersuchung stellte sich heraus, dass diese Kralle zu einem Moa gehörte, doch diese Vögel sind seit etwa 700 bis 800 Jahren ausgestorben. Es stellte sich die Frage, ob dieser Moa erst kürzlich gestorben war oder ob die Kralle in der Höhle einfach so gut konserviert werden konnte. Die Abstammung der Moas lässt sich bis zu 80 Millionen Jahre und direkt in die Zeit der Dinosaurier zurückverfolgen. Moas sind die größten Landtiere und Pflanzenfresser, die die Wälder Neuseelands jemals gesehen haben. Es gab sie in ganz verschiedenen Größen und Gestalten. Einige Arten wurden nicht größer als ein Truthahn, andere überragten locker einen Strauß. Der Moa verschwand, weil er zu sehr bejagt wurde und Menschen seine Lebensräume zerstört haben. Bis heute halten sich aber Gerüchte, dass vereinzelte Exemplare noch leben würden. Bewiesen ist das aber nicht. Das älteste Bauwerk dieser Welt. Was haben tausende Kultorte auf dieser Erde gemeinsam? Sie sind rund. Egal ob Stonehenge, Ringwallanlagen im heutigen Israel oder Neandertaler-Kultorte, die tief in Höhlen versteckt waren, sie alle bestehen aus kreisförmigen Anlagen und niemand weiß bis heute, wieso die Menschen damals diese Formen so sehr verehrten. Tief in der Brunichel-Höhle in Frankreich haben Forscher zu einer kreisrunden Anlage aufgeschichtete Stalagmiten gefunden. Das Alter der Anlage überraschte, denn mit 175.000 Jahren war klar, dass hier nicht der Homo sapiens, sondern der Neandertaler am Werk war. Diese angeblich wenig kunstfertige Spezies früher Menschen war bisher absolut nicht dafür bekannt, Kultorte geschaffen zu haben. Doch der Brunichel-Fund beweist, dass Neandertaler in der Lage waren, komplexe Strukturen zu bauen und tiefe Höhlen zu erforschen, was auf ein hohes Maß an kognitiven Fähigkeiten hinweist. Gefunden wurde der Ort etwa 336 Meter vom Eingang der Höhle entfernt. Die Menschen müssen sich eine unheimliche Mühe gemacht haben, all die Stalagmiten abzubrechen, zusammenzutragen und aufzuschichten. Der Brunichel-Steinkreis ist damit nicht nur der älteste Kurort, sondern auch die älteste bekannte von Menschenhand geschaffene Konstruktion der Welt. Menschliche Schädel als Teetassen. Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Diesen Spruch wurden auch Menschen gerecht, die vor etwas mehr als 14.000 Jahren in der Gow-Höhle in England lebten. Diesen Steinzeittypen fehlten Trinkgefäße und so funktionierten sie ganz einfach Schädel ihrer verstorbenen Kumpanen in Becher um. Die Schädel wurden sorgfältig aufgebrochen und bearbeitet, um die oberen Teile zu entfernen und glatte Trinkgefäße zu schaffen. Zwei der Becher gehören zu Erwachsenen und einer zu einem circa dreijährigen Kind. Tatsächlich sind die Schädel so sorgfältig und fast schon liebevoll bearbeitet worden, dass Forscher auf die Idee kamen, diese Becherkreationen könnten eine rituelle Bedeutung gehabt haben oder mit Ahnenverehrung in Verbindung stehen. Sehr wahrscheinlicher ist aber, dass diese Menschen einfach coole Becher haben wollten und keine Mühe scheuten, sich die schönsten Knochenbecher weit und breit zu schnitzen. Unmögliches Leben? Könnt ihr euch eine Welt vorstellen, die 5,5 Millionen Jahre komplett von der Außenwelt isoliert gewesen ist? Innerhalb dieser Höhle hat sich eine völlig andere Form von Leben entwickelt als außerhalb. Entdeckt wurde die Höhle mit ihrem einzigartigen Ökosystem im Jahr 1986 in Rumänien, nahe des Schwarzen Meers. Die Höhle ist reich an Schwefelwasserstoff und anderen toxischen Gasen, während der Sauerstoffgehalt nur etwa die Hälfte der normalen Luft beträgt. Unter dem Ausschluss von Sonnenlicht und frischer Luft haben sich Lebewesen gebildet, die es so nur einmal auf der Welt gibt. Der Stoffwechsel dieser Arten funktioniert ganz anders und trotz der schlechten Bedingungen brachte diese einzigartige Welt 33 bisher unbekannte Arten hervor. Insbesondere kleine Krebse, Insekten, Spinnen und eine Schneckenart haben sich den ungewöhnlichen Lebensbedingungen perfekt angepasst. Die Tiere ernähren sich von einer dicken Schicht aus Bakterien, die auf den Schwefelvorkommen in der Höhle gedeihen. Die Mobilhöhle zeigt uns, dass Leben auch dort gedeihen kann, wo wir es nicht für möglich halten, und dehnen wir diese Erkenntnis auf den Kosmos aus, so müssen wir künftig auch dort nach Leben suchen, wo es kein Sonnenlicht und kein Sauerstoff gibt. Der ekligste Ort der Welt. Was treibt Menschen in die dreckigste Höhle dieser Welt? Eine sonderbare Delikatesse, und zwar Vogelnester, die in der asiatischen Küche als Feinkost gelten. Die Sammlung dieser Nester ist eine gefährliche und mühsame Arbeit, die von Gruppen der lokalen Einheimischen gemeinschaftlich durchgeführt wird.
Zusammen steigen die Menschen in die uralte Höhle ein und nehmen für ihre seltsamen Essgewohnheiten etwas in Kauf, was uns Westler schreiend davonlaufen lassen würde. In der Gomantong-Höhle in Borneo leben schätzungsweise 5 Millionen Fledermäuse und Milliarden von Kakerlaken. Die Fledermäuse stuhlen die gesamte Höhle voll und das wiederum zieht Milliarden von Schaben an. In der Gomantong-Höhle liegt der Fledermausdreck meterhoch und es stinkt fürchterlich. Den Einheimischen ist die Beute trotzdem Lohn genug, sich die Tortur des Durchstiegs anzutun und nur sehr selten verirren sich auch westliche Höhlenforscher hierher. Die Höhle ist insgesamt streng geschützt und der Zugang ist für Fremde nur sehr eingeschränkt erlaubt. Neuigkeiten über Jesus? 1947 stolperte ein Beduine auf der Suche nach einer ausgebüxten Ziege über das, was wir heute als die Schriftrollen vom Toten Meer kennen. Die Sammlung antiker jüdischer Texte ist die umfangreichste dieser Art und umfasste zunächst 7 gut erhaltene Schriftrollen. Spätere Ausgrabungen brachten weitere 900 Manuskripte und Fragmente zum Vorschein. Die meisten Texte sind biblische Schriften, die die hebräische Bibel bzw. das Alte Testament der Christen wiedergeben. Dazu kommen nicht-biblische Schriften wie liturgische Texte, Versammlungen und Rechtsdokumente. Einige dieser auf Hebräisch, Aramäisch und Griechisch verfassten Texte sollen brisante Inhalte haben, die bisherige biblische Darstellungen in ein neues Licht rücken. Interessant ist vor allem die Herkunft der Schriften. Als Autoren der Schriftrollen vom Toten Meer werden immer wieder die Essener genannt. Jesus soll ebenfalls ein Essener gewesen sein oder dieser Gruppe zumindest nahegestanden haben. Selbst mehr als 70 Jahre nach dem Fund sind längst noch nicht alle der Texte vollständig übersetzt. Viele Schriften liegen nur in Fragmenten vor und in der Neuzeit nutzen Historiker schon künstliche Intelligenzen, um die fehlenden Passagen zu ergänzen. Verfasst wurden die Schriften vom 2. Jahrhundert vor Christus bis zum 1. Jahrhundert nach Christus und immer wieder tauchen Gerüchte auf, wonach die Schriften die wahre Identität von Jesus Christus preisgeben könnten. Apropos preisgeben, wenn du nie wieder verpassen möchtest, wie wir brisante Informationen in unseren Videos preisgeben, dann klick jetzt gern auf Like und abonnieren, denn so verpasst du nie wieder ein neues Video. Bis bald!